Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei The Binding of Isaac. Wir gehen ins Spiel, wir spielen mit Eden, weil ich Lust auf Eden habe, weil Eden meine Passion ist, weil... What the fuck? Habt ihr das gesehen? Ach, ich hab Missing No. Ich hab als Start-Item Missing No. Das bedeutet, jede Ebene werden meine Items gewürfelt. Wow, das ist mal ein richtig, richtig interessanter Start. What the fuck? Also im Grunde ist es nur Glück, was jetzt passiert, aber... es ist interessant. Wow. Ja. Gut. Das war's. Das war die Freundlichkeit, okay? Und jetzt kommen wir mal zu den ernsten Themen des Lebens. Ich bin ein bisschen, sauer auf euch, okay? Bin ein bisschen sauer auf euch und, tatsächlich, wisst ihr, ich war immer jemand, der sehr wohlwollend auf meine Zuschauer geblickt hat. Ja, ich habe immer versucht, die Dinge, die die Zuschauer sagen, ernst zu nehmen. Ich habe immer versucht, eben irgendwie auch zu antworten. Ich habe immer versucht, also wenn es halt um irgendwas Bestimmtes gibt oder so, geht oder so, ich habe versucht, mich zu erklären. Das wird mir ja ganz oft vorgeworfen, Cornel, du rechtfertigst dich zu viel, bla 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 bla. Oder das kam halt immer mal wieder so auf. Und, ich habe immer nur versucht, es allen recht zu machen. Aber mit den Kommentaren unter dem Isaac-God-Mode-Video habt ihr euch jetzt echt einen Vogel abgeschossen. Und das wird ganz einfach zur Konsequenz haben, dass ich nicht mehr viel auf Kommentare eingehe. Auf positive Kommentare, auf Kommentare, die vernünftig sind oder die eine Frage haben, oder auf komplett konstruktive Kritik, gehe ich natürlich gerne ein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich werde dem Pöbel nicht mehr antworten. Und wenn der Pöbel zu laut schreit, dann werde ich ihn auch einfach... entfernen. Was weiß ich denn? Es ist mein Kanal. Ich muss mir das nicht antun, wirklich. Ich muss mir das wirklich nicht antun. Oder ich werde ihn halt vor allen Dingen entfernen, werde ich wahrscheinlich nicht, weil ich dafür zu faul bin, keine Ahnung. Oder ich jetzt auch kein Problem damit habe, wenn irgendwo steht, dass jemand mich doof findet. Das ist nichts, was mich trifft oder... wo ich ein Problem mit habe, weil ich muss nicht von jedem gemocht werden, ja. Ich helfe gerne, so gut ich kann, überall, irgendwie. Das Einzige, was ich überhaupt nicht brauche, ist, von jedem gemocht zu werden. Aber, und das ist mir tatsächlich dann auch in dem Fall wichtig, ich werde es ab heute einfach komplett ignorieren. So, unter dem God-Mode-Video, ja, habt ihr in den Kommentaren... Beziehungsweise, lass mich das mal kurz anders erzählen. Der Punkt ist ja auch der, ne? Der Punkt ist ja auch der, die Kommentare, ich habe unter dem God-Mode-Video, habe ich, weiß ich nicht, jetzt 60 Kommentare oder so, oder 70, ich habe keine Ahnung, oder 50, was auch immer. Und von diesen Kommentaren sind natürlich auch so, ja, 20% vielleicht nicht schlimm oder negativ oder nervig, ja. Also das sind natürlich nicht nur schlechte Kommentare drunter, das wollte ich damit sagen. Aber der Hauptteil der Kommentare besteht aus Cornel, das waren Pieps Augen. Cornel, wie konntest du nicht sehen, dass es Pieps Augen waren? Bist du dumm oder so? Und da muss ich halt einfach nur sagen, wie respektlos und wie ekelig seid ihr denn, ey? Was ist denn los mit euch? Wenn man etwas spielt und der andere sieht das nicht, dann kann man sich da... Weißt du, ich habe ja noch nicht mal ein Problem damit, wenn man sich in so einer Situation über jemanden lustig macht. Ich meine, hey, wenn ich irgendjemanden beim Spielen zugucke, in einem Stream oder so von mir aus, und der übersieht etwas nicht, dann kann man sich mal ein Witzchen rausmachen. Dann kann man sagen, nicht gesehen, hühü. Aber ihr macht ja keinen Witz aus der Sache. In den Kommentaren wird nur rumgepöbelt. Bist du doof? Wie kann man das nicht sehen? Konzentrier dich mal mehr. What the fuck? Bla bla bla. Wo ich mir denke, was ist denn falsch mit euch? Was genau versteht ihr nicht daran, euch vernünftig zu verhalten? Ja? Und das geht halt an ganz, ganz viele. So, es ist einfach... Wisst ihr, Let's Playen ist eine Sache, wo du sowieso öfters mal abgelenkt bist. Und die God-Mode, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die God-Mode ist ein bisschen überladen. Überladen mit allem, mit Items, mit Gegnern, mit Effekten,
neuen Grafiken und. Ja? Und ich habe mir extra gedacht, komm, die Leute wollen God-Mode sehen und God-Mode ist ein schwerer Mod. Wenn ich jetzt mir vorher alles angucken würde, wäre es ja auch ein bisschen langweilig, ja. Wenn ich jetzt einfach nur so klinische Läufe mache, wo ich durch alles durchlaufe, so vernünftig, ne? Ich hätte mir auch überlegen können, als ich gemerkt habe, ich bin ja auch ein bisschen schwer reingekommen, ja. Ich hatte Soymilk, das war keine Entscheidung, die den Lauf leichter gemacht hat. Ich hatte am Ende das Cursed Eye, was unfassbar nervig war und unfassbar viel Aufmerksamkeit geraubt hat. Ich hätte natürlich auch sagen können, hey Leute, okay, kein Problem, weißt du, ich mach das einfach neu, bis ich eine gute Combo habe, bis ich stark werde, damit ich gut und einfach durch den ersten Part God Mode durchkomme. Hätte ich machen können. Und wahrscheinlich wäre es die richtige Entscheidung gewesen. Aber ich dachte mir, nein, geh da einfach mal rein, guck mal, die Leute werden dir schon helfen, die Leute werden dir schon sagen, wenn du irgendwas falsch gemacht hast. Die Leute werden, ja, ich gehe halt immer, ich gehe da wahrscheinlich dann immer von mir selbst aus, so. Wäre ich ein Zuschauer, hätte diese God-Mode schon 50.000 Mal gespielt und hätte das gesehen, hätte ich gesagt, ach Kornel, oh, du hast Pieps Augen übersehen, Mann. Aber ne, kann ja mal passieren. Hier, das und das, ja. Und was macht ihr? Ihr setzt euch hin und seid respektlos wie Scholle, Alter. Respektlos. Bis zum geht nicht mehr. Und das gebe ich mir halt einfach nicht mehr. Ja, das ist vorbei, Leute. Wir müssen uns da trennen. Das tut mir leid. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Okay. Ich sterbe jetzt nicht. Ich bin wirklich überrascht darüber, wie viele da einfach so, ja, so gar nicht irgendwie diese Grenze kennen, wo sie vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Ja. Alter, ich hab nur ein Herz, was mega scheiße ist. Und ich bin so schnell. Alter, mein Speed ist abgrundtief übertrieben krass. Das Problem ist, ich bin ein One-Hit für die. Also, die töten mich in einem Hit. Oh mein Gott. Komm, Daddy. Bitte, Daddy. Bitte. Bitte, Daddy. Bitte. Bitte tötet den. Der will mir wehtun. Bitte, Daddy. Oh, ich brauch Herzen. Ich brauche Herzen. Bitte. Okay, warte. Hier, nimm mein Geld. Bitte gib mir mein HP ab. Bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Blaues Herzchen. Ja, you cancer. Nice. Nice. Sehr gut. Oh, und Speed Up. Ja, das brauche ich. Dankeschön. Das ist sehr wichtig für mich. Ja. Aber das war wirklich, das war übertrieben. Das möchte ich einfach, es ist mir wichtig, das in diesem Part auch so brutal und übertrieben und total anzusprechen. Das ist mir einfach wichtig. Weil das überhaupt nicht geht und das für mich einfach ein Punkt ist, der too much ist. Und es gibt viele größere YouTuber, die sich immer mal so Witze darüber machen. Und ich habe auch schon, ich gucke ja selber Holly momentan nicht mehr so viel, weil ich halt selbst auch einiges zu tun habe oder zu tun haben sollte. Aber ja, ich weiß, dass der auch schon ganz oft über Kommentare gesprochen hat, wo halt Leute einfach so respektlos sind. Ja, gerade in der Isaac-Community ist es anscheinend gang und gäbe. Ich war bisher, natürlich habe ich das auch schon kennenlernen dürfen, aber im Großen und Ganzen war das für mich natürlich immer noch eine relativ, eine Sache, die nicht so präsent war, weil ich kriege nicht so viele Kommentare und die meisten davon waren keine Klugscheißer. Muss man halt einfach so sagen. Ja, aber das ist halt einfach auch eine Sache, die anscheinend nicht mehr so ist und anscheinend, ja, gibt es viele Leute da draußen, die meinen, dass sie sich nicht benehmen müssten. Und das finde ich schade. Und deswegen kann ich euch halt einfach auch so offen, wie ich bin, hier an der Stelle einfach sagen, ich werde Kommentare natürlich noch lesen. Ja, das gehört dazu. Das ist auch eine Sache, die ich gerne mache. Aber der Part hat mir schon gezeigt, so, okay, komm, gib nicht mehr so viel drauf. Ich versuche immer irgendwie die Meinung anderer mir anzuhören.
Aber ich bin halt auch einfach nicht derjenige, der alles akzeptieren muss. Ihr könnt meine Videos gucken oder ihr könnt es lassen. Ja, aber nervt mich nicht, ja. Nervt mich einfach nicht. So, wenn sie euch nicht gefallen, dann guckt sie nicht. Niemand auf dieser Welt zwingt euch dazu, irgendwas zu gucken. Das gilt übrigens nicht nur für meinen Kanal, das gilt für fürs gesamte Internet. Diese ganze Haterei, die sich einfach so eingebürgert und die einfach zum Sport geworden ist, ne? Jungs, wenn ihr irgendetwas nicht mögt, dann haltet euch halt einfach fern davon. Dann geht nicht dahin, geht auf keinen Tweet, wo ihr seht, dass der um den oder den sich handelt. Dann verflucht nochmal, dann hört einfach auf, dem Ganzen Beachtung zu schenken. Die einzigen Vollidioten in dem Ganzen seid ihr. Nicht die YouTuber, die gehatet werden oder wer auch immer gehatet wird. Die einzigen Vollidioten sind die, die zu einem Tweet gehen, ja, der Herrn Jesus ist, ja. Hashtag Jesus, wir lieben dich. Und dann darunter schreiben: Jesus, ich hasse dich, du bist so nervig, ey, geh sterben. Alter, wie viel... Bist du auf dem Schulhof auch so ein krasser Gangster? Gehst du auch immer hin zu den Leuten und sagst, warum steht ihr hier in einer Gruppe? Ich hasse den. Ja, machst du das auch? Meine Fresse, lass die Leute in Ruhe. Warum? Im Internet denken alle, das ist so ein... Meine Güte, macht einen Kanal auf. Macht einen Blog auf. Wenn ihr was sagen wollt, dann sagt es und schreibt es, aber nicht bei anderen in den Kommentaren, um die zu nerven. Das ist unfassbar, wirklich. Es ist wirklich traurig. Und ja, und es gibt halt viele, viele Leute, die schon gesagt haben, so von wegen, ja, ich überfliege Kommentare nur. Gibt natürlich auch viele, die sie lesen. Aber all diese werden genau so daran gehen, wie ich das jetzt tun werde. Ja. Man kann Leute halt nicht überzeugen und man muss einfach akzeptieren, dass Leute da sind, um dich zu nerven. Man muss es einfach akzeptieren. Es ist traurig, aber wahr. Man muss akzeptieren, dass das Internet einfach dafür da ist, um dich zu nerven. Ja. Ich würde gerne in die Kommentare gucken und jeden ernst nehmen. Das wäre meine Wunschvorstellung. Ja, aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich aber nicht. Es tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Ja, das soll an die Leute, die gerne meine Videos gucken und an die Leute, die grundsätzlich da konstruktiv in den Kommentaren wirken, die nicht respektlos werden. Soll natürlich nicht bedeuten, dass ich eure Kommentare nicht mehr lesen werde. Wie gesagt, natürlich. Man guckt immer auf sein Video. Ja, wenn man ein Video hochlädt, dann guckt man immer ein, zwei, dreimal danach und schaut, was in den Kommentaren so abgeht. Das gehört einfach dazu. Das ist halt einfach so. Du kannst dich da gar nicht gegen wehren. Ich denke, die menschliche Neugier ist viel zu groß, um das irgendwie einfach so zu ignorieren. Aber ja, man muss da halt einfach... Man darf halt den Zuschauer, den handelsüblichen Zuschauer nicht mehr so ernst nehmen. Ich finde es schade, aber ist halt so. Ja, ich weiß nicht, wer ihr seid und ja, vielleicht seid ihr auch Leute, mit denen ich im echten Leben niemals verkehren würde. Vielleicht seid ihr irgendwelche hier Flüchtlingsnazis, die momentan durch die Straßen laufen, solche Vollidioten, die gegen Flüchtlinge demonstrieren. Vielleicht seid ihr solche Leute. Dann kann ich euch natürlich nicht verwehren, dieses Video zu gucken. Meine Güte. Aber ich kann auf jeden Fall verwehren, dich ernst zu nehmen. Ja. Und so lange, wie du dich normal verhältst, werde ich auch normal zu dir sein. Aber, ja. Ne, ich kann halt nicht, ich kann nicht jeden ernst nehmen. Und, sobald Leute halt einfach meinen, dass sie so wichtig sind, dass man irgendwie, ja, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Klar, ich habe in der Situation in dem Part, ich habe anscheinend nicht gesehen, ich habe es mir selbst noch nicht angeguckt. Weil niemand die Minutenzahl dazu geschrieben hat, deswegen konnte ich da halt auch nicht so viel zu sagen. Also das wär an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen hilfreich gewesen, wenn wenigstens einer neben seinen Beleidigungen vielleicht auch mal die Minutenzahl dahingeschrieben hätte, damit ich selbst mal gucken kann, wie ich Pieps Augen nicht gesehen habe. Aber wisst ihr, was mich am meisten gestört hat?
viele von euch waren so respektlos und so angreifend, ja, von wegen, wie kann man nur so doof sein, wie kann man nur dies, das und jenes. Viele waren so respektlos, dass ich mich einfach gefragt habe, die 10 Cent möchte ich gerne mitnehmen. Ich habe mich einfach ihr müsst doch mal, und jetzt versuche ich noch einmal, ein letztes Mal, oder jetzt sage ich mal das, was ich den Leuten geantwortet hätte. Dass ich vielleicht auch geantwortet hätte, wenn sie vernünftig mit mir gesprochen hätten, okay? So, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, boah, Cornel, das waren Pieps Augen, wie konntest du das denn nicht sehen, was ist denn los mit dir, bla bla bla. Hätte ich gesagt, oh, wirklich? War wie blöd von mir. Habe ich gar nicht gesehen. Ja? Oh, Potzblitz. Ich hab's halt einfach nicht gesehen. Und dann fragt euch doch mal, ob ihr immer in eurem Leben alles sofort seht. Manchmal hat man ein Brett vorm Kopf. Manchmal stehst du da, du suchst etwas, das vor dir steht und du siehst es nicht. Das gehört zum Leben dazu. Und das haben auch Let's Player. Und dann kommt ihr an und benehmt euch wie die letzten Vollidioten. Es tut mir leid, aber ich hab da wirklich einfach... Ich kann es nicht nachvollziehen. Was ist denn nur falsch mit euch? Das ist immer so schrecklich. Die Leute, ich weiß auch nicht. Und ich weiß, dass 98% der Leute, die diese Kommentare schreiben, dass es einfach auch nette Typen sind und nette Mädels und nette Jungs. Und die werden vielleicht... das sind halt nette Leute. So, wenn wir uns im echten Leben treffen würden, wären wir wahrscheinlich cool miteinander, ja? Wenn ihr bei mir, wenn ich arbeiten würde und ihr würdet einkaufen, dann würdet ihr denken, oh, ist aber ein netter Typ. Und ich würde denken, ach, das ist ja ein ganz netter. Meine Fresse. Aber ganz im Ernst, benehmt euch im Internet doch nicht wie Vollidioten. Das ist überhaupt nicht cool. Ich weiß nicht, warum das so sich so verbreitet hat. Und ich mache den Leuten auch keinen großen Vorwurf. Wie gesagt, ich habe selbst mal ähnlich gehandelt. Und meine Güte, ja. Deswegen, wenn ich selbst mal so etwas getan habe, kann ich auch nicht... Ich bin den Leuten auch nicht böse. Das ist halt so der Punkt. Ich bin euch nicht böse, wisst ihr? Ich rede jetzt voll lange darüber, schon 18 Minuten und so. Ich bin euch nicht böse. Ich sage euch nur, was die Konsequenz daraus ist. Wie gesagt, ja, das ist halt einfach, wenn ihr euch so benehmt, denkt halt einfach mal darüber nach. Als ich mich so benommen habe, habe ich auch irgendwann angefangen, mich darüber nachzudenken. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, das, was ich da mache, das ist ja voll dumm. Warum soll ich irgendjemanden haten oder irgendjemanden, den ich gar nicht richtig kenne, für das, was er vielleicht in Videos macht, nicht mögen, ja? Das, was er in seinen Videos macht, das macht er in seinen Videos und ich kenne diese Person nicht. Also steht es mir auch nicht zu, dieser Person irgendwelche schlechten Sachen zu unterstellen. Ja? Das sind halt einfach so Dinge, ja, wo ich mir halt einfach wünschen würde, dass das vielleicht mal auch irgendwie so in der breiten Masse ankommt. Wisst ihr, zu allem gehört Evolution, gehört Entwicklung, ja, und natürlich auch im Internet. Das Internet ist jung, das Internet ist wild. Natürlich, hier benehmen sich Leute so, wie sie sich in 5 Jahren nicht mehr benehmen würden. Aber ich würde mir halt einfach manchmal wünschen, dass die Leute jetzt schon darüber nachdenken. Und deswegen habe ich mich in der Vergangenheit auch öfters mal gerechtfertigt. Weil ich einfach erklären wollte, weil ich den Leuten irgendwie zu verstehen geben wollte, ey, das hat diesen Grund und diesen Grund. Und das hat nicht den Grund, den du dir irgendwie zusammenspinnst, damit du mich hassen kannst. Genauso wie mit den Caps-Titeln. Es gibt so viele Leute, so viele ist übertrieben, aber es gibt einfach Leute, die dir wirkliche Vorwürfe machen und die dir Böses unterstellen und die dir böse gegenübertreten in den Kommentaren, ja, negativ, mit einer negativen Haltung, weil du Caps-Titel benutzt. Da müsst ihr euch mal überlegen,
Wow. What the fuck? Ich habe Tiny Planet, Triple Shot, Tech Point 5, also 0.5. Okay. Ich hoffe, ich habe Damage. Aber es sieht ganz gut aus. Eigentlich nicht, aber irgendwie mache ich Damage. Das ist okay. Mal gucken. Ich bin Guppy. Nee. Er ist wahrscheinlich nicht Guppy, ist wahrscheinlich, ist auf jeden Fall. Wie heißt es hier? Nicht Mulligan. The Mulligan? Heißt es Mulligan? Ich weiß nicht mehr. Ihr wisst, welches Item ich meine. Ja, stellt mich an den Pranger, weil ich den Namen vergessen habe. Wie gesagt, ich würde mir halt manchmal wünschen, dass die Leute vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, was sie tun. Ja. Weil Leute benehmen sich im Internet halt einfach echt wie die Axt im Walde und Es ist halt auch einfach teilweise schon echt peinlich. Ja. Ich meine, ich habe gerade schon mal die Tweets angesprochen und wisst ihr, wenn ein Tweet in den Trends ist und dieser Tweet, ich gebe euch die Hand darauf, dass gewisse Tweets mindestens 2 bis 4 Stunden länger in den Trends sind, als sie normalerweise wären. Und wisst ihr, warum gewisse Tweets 2 bis 4 Stunden länger in den Trends sind, als sie normalerweise wären? Wegen den Hatern. Nur wegen den Hatern. Diese sogenannten Hater pushen solche Tweets so unfassbar. Das ist kostenlose Werbung. Die Leute pushen die Leute, die sie nicht mögen, unfassbar. Die geben denen richtig viel Präsenz im Internet. Das ist alles pures Geld, ja? Ihr könnt euch über Person XYZ so viel aufregen, wie ihr wollt. Immer wieder, wenn ihr sie erwähnt, immer wieder steckt ihr denen einfach Geld in den Arsch. Das klingt doof, es ist aber so. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Diese Leute unterstützen dann nicht die Leute, die sie mögen. Die gucken vielleicht die Videos von Leuten, die sie mögen. Und vielleicht unterstützen sie auch den einen oder anderen. Aber den großen Teil der Leute, die sie mögen, unterstützen sie nicht so sehr, wie die Leute, die sie dann haten. Und dann ist auf Twitter ein Trend und du weißt, okay, 2 Stunden kannst du davon abziehen. Wenn der wieder weg ist, der hätte 2 Stunden früher weg sein können. Aber die ganzen Hater sind ja noch cool und jeder muss ja einen lustigen Spruch posten, indem er versucht, am lustigsten zu beleidigen. Ja, ihr seid so lustig. Das ist so eine kranke Kacke. Wirklich, das ist so krank. Oh Mann, ey. Es gibt Leute, die machen Videos, wo sie dann diese Sachen parodieren. Das ist alles Aufmerksamkeit und Präsenz, Alter. Ihr macht die Leute noch größer. Und das soll nicht bedeuten, dass ich gegen irgendjemanden etwas habe. Ich habe gegen niemanden etwas. Ja? Ich habe vielleicht gegen die ein oder andere Praxis, die getätigt wird, ja? Die durchgeführt wird. Kann man vielleicht haben. Ich beschäftige mich zu wenig damit, um da wirklich ein vernünftiges Urteil drüber zu fällen. Ja, das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Viele plappern auch nur die Dinge nach, die sie vorgekaut kriegen von anderen. Ja, und dann benehmen sie sich im Internet einfach wie die größten Vollspekulanten. Und das ist traurig, wirklich. Das ist wirklich traurig. Ja, da könnte ich mich im Grab umdrehen, wenn ich tot wäre. Wirklich. Echt schrecklich. Alter. Die rote Mom ist schon ein Stück weit nervig. Das ist halt einfach traurig, ne? Aber es weiß ja immer jeder alles besser und das ist, ich will den Vergleich gar nicht ziehen, weil das wäre ein bisschen zu gemein, aber wisst ihr, fangt mal an, ein bisschen offener zu sein und ein bisschen vernünftiger und ein bisschen mehr respektvoll. Oh Mann, ey, das ist wirklich eine kranke Welt, ey. Im Internet denken alle so, warum soll ich respektvoll sein? Das ist ein Spasti,
Alter, du gehst auch nicht über die Straße und gehst zu irgendeinem hin und sagst, du bist ein Spasti. Du, wenn du jemanden nach der Uhrzeit fragst, dann sagst du auch nicht, ey, du Spacko, Lando. Ich sag so oft das Wort Spacko heute, es tut mir leid. Falls es irgendwelche Gruppen negativ angreift, tut mir es leid. Da denke ich gerade nicht so viel drüber nach. Ich denke da gerade nicht so viel drüber nach. Auf jeden Fall ist es halt einfach so, du gehst auch nicht auf die Straße, fragst immer nach der Uhrzeit und bist dabei halt einfach wie eine Axt im Wald. Das macht man nicht. Ja, und wir kennen uns nicht. Du kannst dich ruhig ein bisschen respektvoller. Leute müssen mich nicht siezen. Ja, es kommt auch manchmal vor, dass Leute dann anfangen zu siezen. Das ist auch richtig unangenehm, weil, meine Güte, erstens bin ich nicht Mr. Wichtig und zweitens bin ich auch nicht alt oder eine Person, die man siezen müsste. So, das ist alles gar kein Problem. Nice. Das ist alles überhaupt gar kein Thema. Und da kann man sich voll locker leicht und locker flockig machen. Wirklich. Das ist alles chillig. Aber so ein Stückchen Respekt. Ja, schwierig, ne? Ist schwierig. Oh Mann. Wie gesagt, das ist halt bei den Caps-Titeln auch so. Die Leute wollen einfach nur ihren negativen Gedanken, den sie dazu haben. Sie wollen einfach nur, dass... Ich weiß nicht, was das Ziel und Zweck ist. Wenn dich ein Caps-Titel stört, ja, wenn ein Caps-Titel dafür verantwortlich ist, dass du etwas, was du vielleicht gerne guckst, nicht mehr guckst, dann mach das. Ich habe schon so oft darüber geredet, warum ich Caps-Titel benutze. Ich habe schon so oft erwähnt, warum ich das mache. Ich habe schon so oft versucht, den Leuten, die da so ein negatives Bild haben, zu sagen, warum das ein Mittel ist, das man benutzt. Ja, und ich könnte es jetzt wieder machen. Und es ist meiner Meinung nach, ja, und Entschuldigung, dass ich auch eine Meinung habe, ist es komplett plausibel und komplett, es ist das nichts bei. Ich benutze Caps-Titel. Weil das für mich den Titel richtig macht. Ich habe den Caps-Titel am Anfang, der über das Thema handelt. Und ja, ich weiß, dass meine Titel einfallslos sind. Daran muss ich arbeiten. Aber, wow. Ich weiß, dass meine Titel einfallslos sind. Das ist eine Sache, an der ich... What the fuck ist passiert? An der ich arbeiten muss. Aber anstatt dann so darüber abzulästern, helft mir doch. Dann schreibt mir doch in die Beschreibung, wie ihr den Titel hier genannt hättet, den Part. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Sagt doch, ey Cornel, du hättest den so und so nennen können. Vielleicht ist das Inspiration für dich, dass du den nächsten Titel vielleicht ein bisschen besser findest, den... Ja, mach doch. Dann bin ich der Erste, der sagt Danke. Wie krass ist das von dir? Vielen Dank, das hilft mir weiter. Weil manchmal sitze ich da und denke mir so, Alter, dieses Video muss gleich online gehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Was soll ich da hinschreiben? Ich weiß es nicht. Aber dieser Titel, den ich in Cap schreibe, dieser Abschnitt, das ist reine Ästhetik für mich. Das ist einfach eine Sache, die so gemacht wird. Den Titel unterstreicht man, damit er als Titel wahrgenommen wird. In einer Zeitung schreibt man den Titel in Fett, weil es der Titel ist. Das macht man halt so. Das ist überall so. Ja, in der Videozeitung steht der Titel der Sendung in Fett und darunter steht vielleicht noch in klein gedruckt ein paar Infos. Das ist das Normale. Das ist das Leben, so macht man das. Das gehört dazu. Damit manipuliere ich niemanden und damit mache ich nichts Schlechtes. Damit mache ich nichts, Unartiges oder irgendwas Schlimmes. Ja, was denn? Was ist los? Was ist denn los bei den Leuten? Ja? Benehmen sich, als würde man da sonst wer weiß was machen. Meine Fresse, ich pack keine Titten aufs Thumbnail. Ich schreibe auch nicht in die Überschrift Titte. Ja? Hm.
was denn los? Und selbst wenn man einen reißerischen Titel benutzt. Meine Fresse, stellt euch das Ganze mal als Job vor. Ja? Stellt euch mal vor, ihr wärt der Chef. Und ihr habt jemanden, der macht Videos. Und ihr seid der Chef. Und dann sagt dieser jemand zu euch, Herr Chef, zu diesem Video würde ganz gut passen, dieser Titel. Und dann sagt der Chef, zu diesem Video würde dieser Titel sehr gut passen, aber der klingt etwas reißerisch. Lass uns doch einen langweiligen Titel wählen. Würdet ihr als Chef dann sagen, ja, nimm den langweiligen Titel, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Nein, würde man natürlich nicht. Warum sollte man auch? Das wäre das Dümmste, was du tun kannst. Und wie gesagt, ich benutze keine Titel. Was habe ich für ein Item? Warum kommen da so viele? Ich benutze keine Titel, die in irgendeiner Form moralisch nicht okay sind oder so, ja? Ich mache es halt einfach, weil ich habe dieses Denken, dass ein Titel abgegrenzt sein muss, dass ein Titel erkennbar sein muss. Das ist mein Sinn davon, wie ich einen Titel zu gestalten haben möchte. Und so mache ich das auch. Damit greife ich niemanden an, damit verarsche ich niemanden, damit erschleiche ich mir nicht mehr Klicks oder so. Es ist einfach meine Art, wie ich den Titel sehe. Ja? Und wenn ihr anderen Geschmack habt, dann ist es vollkommen okay. Aber bitte, es ist euer Geschmack. Ja? Warum nehmt ihr euch das Recht raus, dass ihr die Weisheit habt? Dass ihr die Weisheit mit Löffeln gefressen habt? Wer auf dieser verfickten Welt gibt euch das Recht dazu? Warum? Warum seid ihr so? Nicht alle, das sind ganz wenige. Das ist ja der große Punkt. Wisst ihr, das sind ja ganz wenige, aber... Ich kann das halt immer nicht verstehen. Und ich würde dann gerne mit den Leuten darüber sprechen. Und ich würde gerne mit ihnen reden und ihnen sagen, guck mal, ich denke das so und so und so. Ja? Aber du kannst mit den Leuten nicht reden. Die sind festgefahren. Die sehen dich als der Böse. Das kann man sich einfach nur an den Kopf packen und sich fragen, so, what the fuck? Ja. Aber gut, jeder wie er mag. Meine Güte. Wenn das euch glücklich macht, ja, jemanden wegen so etwas zu verurteilen, dann soll das euer Lebensglück sein. Dann soll das sein, was euch glücklich macht. Dann gönne ich euch das. Ich werde euch halt einfach nicht mehr wahrnehmen. Ich werde euch halt einfach nicht mehr für voll nehmen. Ja. Wie gesagt, ich rede gerne über solche Dinge. Ich versuche gerne, den Dialog da zu finden. Und deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Und jetzt habe ich das gerade wieder getan. Ja? Ich suche gerne den Dialog. Aber es bringt halt nichts. Ja? Ich habe vorgestern, wann kam der Godmode-Part? Keine Ahnung. Ich habe gelernt, dass es nichts bringt. Ja, mit solchen Leuten kannst du nicht diskutieren. Die kannst du einfach nur ignorieren. Weil sie halt einfach nicht aufhören. Sie wollen einfach nur stänkern. Okay. That's the way, okay, so akzeptiere ich das. Ist okay. Warum bin ich hier nicht weitergegangen? Das ist doch vollkommen okay für mich. Meine Güte. Ja, das sind einfach so die Dinge. Und wie gesagt, bei dem God-Mode-Part, das war einfach in den Kommentaren übertrieben. Ja, und es hat mir einfach gezeigt... Gut. Ich werde halt nicht mehr mit euch. Ich werde halt solche Leute überhaupt gar nicht mehr ernst nehmen. Und die werden dann irgendwann sagen, guck mal. Keine Ahnung, was sie sagen würden. Ja. Aber wisst ihr, ich möchte mich halt auch einfach nicht damit abnerven, wenn irgendjemand meint, ein großgeschriebener Buchstabe würde sein Leben irgendwie negativ beeinflussen, dann meine Güte, okay, aber nerv mich damit nicht. Ich möchte davon einfach nicht genervt werden. Ich möchte mein Leben gerne schön verbringen, ja, mit den schönen Sachen im Leben. Ich möchte mich nicht damit abnerven, dass du eine Träne rausdrückst, wenn
wenn da ein großer Buchstabe im Titel steht. Oh nein, Mama, guck mal. Der hat schon wieder einen Caps-Titel geschrieben. Oh. Alter. Wirklich. Das ist wirklich, aber, ja. Es war tatsächlich eine Sache, die mir ein bisschen schwer gefallen ist, das so zu akzeptieren. Es hat mich wirklich ein Stück weit traurig gemacht, weil ich einfach ein Mensch bin, der gerne auch... Ja, weil ich halt einfach gerne... Es gerne halt ein bisschen... es ist ja auch... Es macht die Sache ja auch nicht weniger harmonisch, aber ich würde diesen Menschen auch einfach gerne Wichtigkeit schenken, wisst ihr? Wenn jemand da steht und sagt so, Mann, warum machst du das? Ich verstehe das nicht. Ich würde dem gerne antworten. Aber die Leute sind immer nur beleidigend. Okay. Ja, wenn du meinst. Wenn du meinst, dass du beleidigend sein musst. Ja, ist okay. Er ist nicht mein Bier. Es ist dann deins. Das ist vollkommen okay. Ach, das ist das. Bin aber jetzt nicht Gappi geworden, oder? Nee. Schade. Ich geh mal zum Boss. Okay. What the fuck is happening, Alter? Was ist passiert? Das ist gerade ziemlich stark, was wir hier haben. So. Wie gesagt, jetzt wird es auch wieder wahrscheinlich Leute geben, die sich denken, so, Cornel, ja, warum redest du dann die ganze Zeit darüber? Ich wollte es einfach gerne jetzt heute in diesem Part so quasi abschließen, wisst ihr? Ich werde mich auf solche Dinge nicht mehr konzentrieren und wie gesagt, wenn jetzt jemand in der Zukunft komplett rastet, wisst ihr, komplett ausrastet, weil ich Caps Locks benutze, dann kann ich euch das jetzt hier schon mal sagen. Dann werde ich den Kommentar löschen, ich werde den Typen eventuell blockieren, je nach Härte. Vielleicht, wenn es ein Kommentar ist, der mich jetzt nicht großartig angreift, lasse ich das natürlich gerne stehen. Wenn jemand seinen Unmut über Caps Lock Titel äußern möchte, soll er machen. Solange das in einem respektvollen Ton ist, ist ja alles okay. Sollte in diesem Kommentar eine Beleidigung beinhaltet sein, ja? Eine beleidigende Richtung. Ja, oder ja, irgendeine, würde er, wenn er komplett ausrastet, dann werde ich den Kommentar natürlich mir als, Ich habe wirklich jetzt auf der letzten Ebene Cursed Eye. Ich werde mir einfach vorbehalten, den Kommentar zu löschen. Warum sollte ich das noch nicht machen? Er ist mein fucking Kanal. Wenn damit irgendjemand ein Problem hat. Meine Güte. Du weißt, wo die Tür ist. Meine Güte. Es zwingt dich doch niemand hier zu sein. Die Leute tun immer so. Ich tue niemandem mit meinem Caps Lock Titel weh. Niemandem. Also, geh einfach und nerv nicht. Wenn das dein Leben bestimmt, dann mach das. Ja, das ist einfach ganz wichtig, wisst ihr? Ich habe einfach einen langen Weg vor mir. Ich habe Ziele, die ich erreichen möchte. Und das, was ich am wenigsten gebrauchen kann, ist einfach so eine in Negativität gepresste Kacke. Wisst ihr, so einfach dieses, ja, das ist einfach so pure Negativität par excellence. Wo ich einfach sagen muss, so, Alter, was ist dein Problem? Also es ist, wie gesagt, es ist okay, aber ich möchte eure negativen Gesichtspunkte, die ihr irgendwelchen Themen gegenüber habt, ich möchte mich damit halt nicht auseinandersetzen. Es betrifft mich nicht. Wenn ihr irgendwas scheiße findet, dann findet das scheiße, aber nervt mich doch damit nicht. Warum? Warum kommt ihr zu mir und nervt mich damit? Wenn ich auf eine Party gehe, dann will ich nicht über Krankheiten reden. Will ich nicht wissen, dass du gestern aus dem Po geblutet hast. Und dann will ich auf die Party gehen und Spaß haben. Und wenn ich auf YouTube bin, dann möchte ich nicht wissen, wenn du einen Furz quer sitzen hast. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du irgendwas hast, wo du dir denkst, vielleicht kann er mir einen Tipp geben. Natürlich! Immer her damit, aber nicht so negativ. Ja. Und es ist doch ganz klar. Warum sollte ich solche Leute dann noch auf meinem Kanal lassen? Da kann niemand kommen und sagen, darf mich alles zensieren, du böse Bub. Meine Güte. Entweder wir gehen vernünftig miteinander um oder wir gehen gar nicht miteinander um. Ja.
Es waren einfach so viele Kommentare, die einfach over the top waren. Ja. Ich habe etwas nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass ich von den Augen getroffen wurde, weil ich aus irgendeinem Grund die Augen nicht gesehen habe. Ich weiß es nicht. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich habe einfach nicht gemerkt, woher ich Damage bekomme. Ja, ich habe wahrscheinlich gedacht, irgendwas anderes ist dafür verantwortlich und habe die offensichtlichen Augen für mich persönlich total ausgeblendet. Und wenn ich jetzt mit jedem, der so einen ekligen, negativen Kommentar, mit so einem beleidigenden Unterton, wenn ich mit den Leuten privat reden würde und sagen würde, ja, kennt ihr das nicht auch? Ne? Ihr steht manchmal vor Dingen und seht sie nicht. Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das passiert manchmal. Muss ich wirklich meine Parts löschen, wenn sowas passiert? Und es neu aufnehmen, damit es perfekt ist? Darf so ein Fail nicht passieren? Ist es zu unglaublich für euch? Es ist unfassbar, wirklich. Manchmal ist es unfassbar, wie sich Leute verhalten. Und wisst ihr, obwohl es unfassbar ist und ich diese Leute richtig nervig finde, weiß ich, dass es ganz normale Typen sind und dass es Leute sind, die ich wahrscheinlich mag. Ja? Leute sind, die ich mag und die nett sind. Und wenn ich die im echten Leben treffen würde, dann fände ich die wahrscheinlich cool und könnte mit denen ein gutes Bier trinken oder einen Kakao, je nachdem, wie alt ihr seid. Und das ist halt so dieser Punkt, wisst ihr? Meine Fresse. Ich zweifle nicht an der Menschheit wegen so etwas. Ich zweifle nie an der Menschheit. Die Menschheit ist großartig. Es gibt so unfassbar viele großartige Menschen. Ja? Es ist unfassbar. Es gibt so viele liebenswerte Menschen. Wirklich. Aber es ist halt einfach... Aber Leute, die Menschheit hassen, die finden halt etwas, worüber sie sich aufregen können. Die finden halt was. Aber gut. Das war mein Statement dazu. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich habe, denke ich mal, klar gesagt, was Phase ist, was ich davon denke, was ich davon halte. Macht damit, was ihr wollt. Wenn ihr Scheiße findet, never mind. Ist eure Sache. Dürft ihr gerne haben. Aber bitte nervt mich nicht damit. Ja? Dankeschön. Ansonsten Kommentare, Bewertungen, Kritik, positiv wie konstruktiv, negative, ist immer gerne gesehen. Wenn ihr mit den Titeln ein Problem habt, warum guckt ihr so aufs Äußerliche? Gebt mir Tipps. Wenn ihr die inhaltlich doof findet, was ich verstehen kann, dann gebt mir doch Tipps. Dann helft mir doch. Dann lasst uns doch ein Titelsystem erfinden, uns austüfteln. Wir könnten es nach Items benennen, wir könnten irgendwelche Schlagwörter nehmen, wie... Ich weiß zum Beispiel nicht, wie Northern Lion seine Titel macht. Der hat immer ein Wort. Ich verstehe das System nicht, aber er hat immer ein Wort da stehen. ja. Wisst ihr? Es ist alles machbar. Ihr könnt hier Einfluss nehmen, ihr könnt Kritik äußern und mir helfen, das alles zu verbessern. Ihr könnt nicht hier hinkommen und euch auskotzen und mich beleidigen. Das ist ein Step too viel. Gut, ich würde sagen, das war's. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich trotzdem gerne über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten mit Caps Lock Titel gepackten Part dabei seid. Tschüss.